Afrika, Namibia, Wunder der Natur. Verbindungen zwischen gewaltigen Urkräften und den Menschen. Orte magischer Energien. Wo für den einen Begegnungen mit Archetypen möglich sind und für den anderen tödliche Gefahren lauern.
6 der weltbesten Gleitschirmprofis zog es hierher. Ein Jahr Vorbereitung auf ein Abenteuer für Insider. André Bucher und seine Crew starten ihr Abenteuer von Johannesburg aus. Sollen der Fish River Canyon, nach dem Grand Canyon der zweitgrößte der Erde, und die Riesendünen in der Namib-Wüste erreicht werden. Nach 3 Tagesetappen waren die 6 Flieger und ihre Begleitmannschaft in Namibia. Der Fish River Canyon, 160 Kilometer lang, bis zu 27 Kilometer breit, bis 550 Meter tief. Im Sommer herrscht hier am Canyonboden ein gewaltiger Hitzestau, 70 Grad Celsius. Wer diesen Boden betritt, riskiert sein Leben. Es existiert bloß ein einziger gangbarer Weg in den Canyon hinein. Und derselbe Weg führt auch wieder heraus. Absaufen bedeutet hier Lebensbedrohung. Aber auch ein unkontrollierter Startabbruch kann fatal sein. Das Klippengelände ist extrem. Nur ein Vollprofi kann hier daran denken, den Flug zu versuchen. Windspitzen von mehr als 40 Stundenkilometern. Glühend heiß aus der Schlucht. Absolute Konzentration. Keine Zeit für Angst. Die Sehnsucht nach dem Flug ist größer. Erst über der Erde lässt die enorme Spannung nach. Diese gigantische Kulisse lässt jede Strapaz der vergangenen Tage vergessen. Plötzlich werden unbewusste Kräfte frei. Die Kontrolle durch den Verstand lässt nach. Drei der Gleitschirmflieger sind zu tief in den Canyon gelangt. Die Thermik wird schwächer, je näher sie dem Abgrund sind. Peter kann sich nach hartem Kampf wieder hocharbeiten. Im letzten Augenblick rettet sich Sebastian auf einem Plateau in 200 Metern Tiefe. Für Armin sieht die Lage katastrophal aus. Glück gehabt. In 400 Metern Tiefe gelingt ihm noch die Notlandung. Endlos lang und unendlich mühsam der Aufstieg. Diese Wind- und Geländebedingungen wie hier im Fish River Canyon mögen einen Extremabenteurer weiterreizen. Ein Gleitschirmfliegerprofi erkennt seine Grenzen.
Dennoch, ein Erlebnis, das keiner der Crew nachträglich missen will. Nächstes Ziel, die Dünen. 350 Kilometer weiter. Zwei Tagesetappen. Der Stausee hart ab. Hier war eigentlich kein Flug geplant. Nur wer die Faszination des Fliegens kennt, der hält sich nicht immer an die Vorsätze. Das Wüstenlager, das Hauptziel der Mannschaft. Eine kurze Nacht, aber die Erwartung der kommenden Ereignisse verdrängt die Müdigkeit. Hatte zwar die Flugerlaubnis im Düner Naturschutzpark erhalten, aber plötzlich sollte diese Genehmigung wieder zurückgezogen werden. André Bucher nimmt nochmals mit den Behörden Kontakt auf. Endlich der positive Bescheid. Ein Ranger als Kontrolle seitens der zuständigen Naturschutzbehörde wird beigestellt. Monatelang träumten sie von diesem Ziel, vom rotbraunen Wüstensand, von diesen Bildern und vom Flug über die höchsten Sanddünen der Erde. Wieder einmal sollte die Realität ihren Tribut fordern.